Weißt du, ich habe ja gar keine Anmoderation. Echt nicht? Dann lass uns eine spontane. Ja, das geht doch nicht. Das ist doch... doch. Nein. Wir machen doch was anderes. Nein. Ja. Hallo! Hallo! Fangen wir rein mit einem schönen Hallo. Ja, Hallo! Internet! Wir, das ist unser Debüt Let's Play. Ja. Wir sind die lieben MA Play. Ja. Zusammengesetzt aus unseren Namen. Der eine ist der Marcy. Das bin ich. Dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann. Ja, versuch's euch gar nicht. Ich sag, ich werd's euch irgendwann mal sagen, aber. Das ist der Quotenaraber auf jeden Fall. So, und ich bin der liebe Andi Straße. Andi Straße, ja. Also Andreas Straße, also weil, bitte. Weil meine Eltern waren da einfach gleich. Ach, halt dein Maul. Also. Okay. Ja, wir sind Comedy mit Passion. Ja. Comedy in Anführungszeichen. Wir wollen halt ganz viel Quatsch machen. Ja. Den ganzen Tag. Also nur halt, dumme Scheiße. Ja, wir wollen natürlich auch das Spiel voranbringen, aber im Grunde genommen geht es uns um Spaß, und wenn wir mal irgendwo feststecken und irgendeinen Bug witzig finden, dann werden wir uns den noch angucken. Ja, und, genau. Ja. Dafür haben wir uns ja schon ein super Spiel rausgesucht. Ja. Blood Dragon. Das ist wirklich eines der witzigsten Spiele der letzten Zeit. Ey. Ja. Also ich kenne wirklich wenige, die so witzig sind. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Ja, wir fangen am besten einfach neu an. Ja, hier, da sind wir wieder. Ganz kurzer Schnitt, tut uns leid. Ja, also, fangen wir am besten ganz neu an. Und mit dem leeren Speicherplatz. Wir melden uns dann gleich zurück. Ich denke, es gibt eine Einführungsvideo. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Wir machen Mittel, oder? Ja, wir können es aber schwer machen. Die ultimative Herausforderung für wahre Actionhelden. Ich würde sagen, wir machen das mal auf Mittel, oder? Ja. Eine einfache Herausforderung für Mitläufer, die gerne mal den Helden spielen würden. Wir machen einfach mal. Wir machen Mittel. Da habe ich es auch schon mal durchgespielt. Ja, dann. So schwer ist das nicht. Ja. Ich denke, wir kriegen das schon hin. Ja. Halt dein Maul. Ja, ninjafizieren. Speichern. Das Schall. Die Erde. In unmittelbarer Zukunft, am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Planet wird von einem Atomkrieg heimgesucht. Aus der radioaktiven Asche Nordamerikas erhebt sich eine neue Art von Soldat. Hauptcortex online. Theta-Wellenimpulse bei 4 und steigend. Jetzt 4.6. Es funktioniert. Beta-Induktion. Halten Sie ihn unter 0,5 Impuls. Glied-Aktuator online. Aha. Cyberherz schlägt mit 130%. Er ist sehr stark. Laden Sie das Programm. Zurück, Sergeant Rex Power Cone. Sie sind jetzt ein Mark IV. Halb Mensch, halb Maschine. Zusammen Cyber Command. Wach auf, Schweinebacke! Die Zentrale meint, deine Übertragung wäre lahm. Die müssen dich neu kalibrieren. Mich? Ich bin so gut wie perfekt, Bruder. Alle Männer wollen wie ich sein. Und du stehst auf Männer. Ja, verstanden. Wir nähern uns dem Ziel. Befehle von Briar Patch kommen rein. Missionsparameter. In Feindbunker eindringen und gegnerische Missionsdaten downloaden. Einsatz tödlicher Waffen bewilligt. Gegner ist Gefahrenstufe schwarz. Wiederhole, Gefahrenstufe schwarz. Genfer Konvention aufgehoben.
Lieutenant, gegen wen verdammt treten wir da an? Keine Ahnung, Sergeant. Aber Stufe Schwarz? Da kommen da wenige Trupps in Frage. Und zwar nur die besten Spider. Alarm! Alarm! Leider Skynet entdeckt. Helodrohne 7-3 nicht länger auf Tarnvektor. Ausweichen! 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 Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Ha! Genau wie damals in Mittelamerika. Ich gehe mich mal amüsieren. Ja, jetzt dürfen wir endlich ran. Oh, diese Musik. Ich glaube, das ist wirklich so eine Zwischensequenz, da kann man das Ganze ohne einmal einen Schuss abzugeben, ey. Das macht einfach so viel Spaß. Also. Das war ein, an sich das Spiel, von dem jeder dachte, dass es der Apfelscherz von Ubisoft wird. Mach, ja, wenn man es so ansieht. Also Far Cry war ja schon immer ein bisschen Veräpplung auf solche Spiele. Ja, aber es hat auch immer versucht ernst zu bleiben, beziehungsweise eine ernste Geschichte zu erzählen. Aber das hier war einfach nur geil. Es war genau wie in Far Cry 4, als man am Schluss die Festung einnehmen musste. Bei dieser Musik, die da läuft, die konnte man nicht einfach ernsthaft diese Festung einnehmen. Das ist in Far Cry 3 die eine Mission. Drogenfeld. Okay, bin fertig. Bring uns sofort runter! Weiter Flug zu Koordinaten. Ich habe meine Befehle. Ich suche den Bunkereingang. Und ich sorge für Ablenkung. Zeigen wir denen, wie Cyber Commandos das machen. Mark Full Style, Schnullerbacke! Jahre. Es waren noch gute Zeiten. Ja. Halleluja. Davon kann ich nur ein Lied singen. Es waren das. Was war das? Kann halt zum Glück niemand sehen. Halleluja. Sicherheitsüberbrückung. Aktiviere Tutorial-Programme für Sergeant Rex Power Code. Verstanden. Lade Grundausbildungsprogramm 101 aus Militärnavigation für Dummies. Automatisches Waffenholstern für leises Vorgehen. Ah, du blödes Arschloch. Viel Spaß! Enter! Wir können lesen. Wenn Sie springen wollen, springen Sie. Ah! Wir gehen in die Hocke. Also, kannst du auch in die Hocke gehen? Ja. Das ist schwer. Ja. Also. Das ist nicht cool. Durch Bewegen können sie sich in zahlreiche Richtungen. Das ist so ein tolles. Oh, jetzt haben wir es gar nicht vorgelesen. Eigentlich sollte man das ja vorlesen. Drücke L-Shift, um deine primären und sekundären Fortbewegungsmuskeln zu aktivieren und deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, da rennen wir mal. Stören diese Tutorials ihre Zerstörungswut? Komm, spring. Boah, ich hab's geschafft! Da war ich doch immer scheiße im Prince of Persia. Rutsch. Nein, das kann ich glaube ich noch einen Messer-Takedown, indem sie sich anschleichen. Takedowning mit dem Messer. Solange du unentdeckt bleibst, wurdest du noch nicht entdeckt und kannst mit F Takedowns ausführen, um Gegner in deiner Nähe von hinten zu töten. Also, ich glaube, nächste Woche schicke ich etwas. Neulich habe ich auch geschlichen und ich war eigentlich unentdeckt, aber ich glaube, ich war entdeckt derzeit. Aha! Das ist aufregend. Markieren Sie Gegner zur leichteren Verfolgung. Warte, ich muss gerade. Zoome mit Hilfe deiner Wahrnehmungskräfte auf ein Ziel, bis es markiert wird. Ich muss gerade ein bisschen. Oh! Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Das sind ja Feinde. Ah, das schaffe ich schon. Lenken Sie arglose Gegner mit Ihrem D20 ab.
Nerd. Nerd. Sechsseitige Würfel gibt es seit 5000 Jahren. Wirf deinen Würfel mit T, um Gegner abzulenken. Ich muss mein... Hui. Schau, schau, schau. Der Tod von hinten. Wow, Beaming. Spider, die sind von der Omega Force. Wow. Erstmal ein bisschen Herz rausreißen. Da hat der PC gedacht, da lag ich mal kurz. Na, ich hab einen PC, der solche Brutalität nicht unterstützt. So wie deiner. Ich lache jetzt einfach mal. Nach einem Takedown können Sie mehrere Gegner oh cool, darf ich das jetzt machen? Nein. Bewege WSAD nach einem Takedown in Richtung eines weiteren Gegners, um einen Ketten-Takedown auszuführen. Juhu! Tage down. Alle tot. Ja, schön. Ui, jetzt habe ich eine Pistole. Park Drive 4 muss man erstmal dafür eine Fähigkeit freischalten. Das hier ist auch ein richtiges Spiel, also bitte. Park Drive 4 am Arsch. Die andere nehme ich jetzt bewusst nicht mit. Ehrlich jetzt? Ja, man braucht ja nicht. Brauchen 5000 Cyberherzen. Braucht man wirklich nicht. Entdeckung! Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn Gegner dich sehen können. Sie füllt sich, wenn deine Gegner dich langsam erkennen. Sie blinkt, wenn du entdeckt wurdest. Okay. Mit Waffen, Zielen und Feuern. Drücke linke Maustaste, um deine Waffe abzufeuern und rechte Maustaste, um über die Zielrichtung zu zielen. Die verschiedenen Waffen verfügen über unterschiedliche Schussmechanismen, die mit Aufsätzen modifiziert werden können. Ziele mit der Zielvorrichtung deiner Waffe, um einzuzoomen und präziser zu schießen. Hätte ich nicht gedacht. Diese Tutorials werden präsentiert von Kobayashi Cyborg Schmieröl. Wir schmieren für eine bessere Zukunft. Erstmal noch Propaganda rein, die... Entdeckung. Benutze die Umgebung und Objekte, um in Deckung zu gehen. Drücke Maus 3, um eine Granate zu werfen. Du kannst Maus 3 halten, um die Granate erst abzukochen und loszulassen. Und loslassen, um sie zu werfen. Laufe über Leichen, um automatisch Munition einzusammeln. Für Credits musst du sie manuell durchsuchen. Keine Lust auf Tutorials? Dann kaufe ein Upgrade auf Kobayashi Tutorial Premium und wir spielen das Spiel für dich. Noch eins! Oh! Drücke und halte 1, um das Waffenrad zu öffnen. Dabei handelt es sich eher um eine metaphorische als um ein metaphorisches als um ein echtes Rad. Ja, halte Q, um bei einer Verletzung Nanomets zu benutzen. Mit Cyberpunkten macht das Töten von bösen Jungs noch mehr Spaß. Wenn du Feinde tötest, Missionen beendest und sammelbare Gegenstände klaust, die nicht dir gehören, erhältst du Cyberpunkte. Lerne neue Fähigkeiten und werde noch ein noch stärkerer und noch böserer Cyberkommando. Mit Cyberpunkten! Nervig? Drücke Enter, damit diese herablassenden Mitteilungen verschwinden. Du solltest Enter drücken, nicht auf OK drücken. Sorry. Das hier ist besonders zu dumm. Oh, guck. Oh! Oh! Was sollen wir als erstes ausprobieren? Wir müssen ja alles zeigen, nicht? Ja, schieß sie mal im Kopf. Nein. Wir sind doch hier Stealth. Wo hast du gelernt, allen in den Kopf zu schießen? Nach einem eigentlich auf dem... Drücke linke Maustaste, um einen zweiten Gegner in Sichtweite zu töten, nachdem du mit F einen Takedown begonnen hast. Benutze dabei deinen Shuriken bzw. Ninja-Messer. School's out for summer. School's out forever. Empfehlung. Deaktivieren Sie den Alarm, damit keine Verstärkung kommt. Oh. Hier ist der Sergeant Rex Power Code, ja? Ich kann nicht kaputt gemacht werden, genau. Ich glaube T-Rex heißt er. Ist die Anzeige voll, kann der Feind sie sehen. Der ist tot. Der lebt. Nein. Ich habe nirgendwo einen Schalldämpfer drauf. Wenn ich jetzt rumballer, dann sieht mich natürlich jeder. Ich habe noch nicht mal Bogen oder so. Ich glaube, mit der Shotgun wird es funktionieren, leider zu arbeiten. Genau, wir machen das alles mit der Shotgun. Die aus irgendeinem Grund nicht futuristisch ist. Legs. Verdammt, wie komme ich da hin? Halt den Würfel. Ja, der Würfel bringt mir doch nichts auf die Entfernung. Offen. Toll. Ja, guck, jetzt geht er dahin, jetzt geht er hinter den und tötest den. Nein, nicht so schnell. Na, egal. Ups. Schieß doch! Ah! Nein! Ich muss den Alarm deaktivieren! Ah! Okay.
sich lassen. Also jetzt hat sie auch die offizielle Bestätigung, heute abzuknallen. So, das machen wir gleich so. Ja. So macht das Spiel Spaß. Da oben rechts. Wo? Oben auf dem Dach. Auf dem Dach war auch noch einer. Der ist tot. Da. Oh, das ist aus. Eine Lampe. Du, wenn du zu Hause bist, dann schießt du bestimmt auch auf alle Lampen, nicht? Ja. Den habe ich gerade auch noch. Hast du schon den Kopf explodiert lassen. Ist hier noch einer? Da oben. Ah, hier hinten. Wo ist denn der? Power Cold. Was findest du eigentlich, was meinst du? Magst du eigentlich Laserwaffen? Also eigentlich ja schon, aber es kommt immer drauf an, in welchem, in welcher Art sie benutzt werden. Also, bam. Also in dem Spiel finde ich sie jetzt eigentlich richtig gut, weil sie passen rein und, ja. Also beim Mass Effect oder sowas, da ist ja auch nicht schlecht. Aber sie müssen halt wirklich in das Spiel passen. Da hast du recht. Ja. Also. Hab ich hier noch. Ah, da hinten habe ich noch einen. Sorry. War das jetzt ein DLC oder ein eigenständiges? Das ist ein Standalone. Also, ja. DLC. Weil es halt Far Cry 3 heißt. Ja, ja. Es ist ja eigentlich auch basiert 100% auf Far Cry, nur halt. Warum sagen Sie nicht, dass es Omega Force ist? Geiler. Das war mal Omega Force. Doch schon übergelaufen und dem Chaos-Faktor etc. Sie in den Bunker ein und besorgen Sie die Daten vom Hauptrecht. Doch alle Cyber-Soldaten kaputt gemacht. Rex. Ach, es hier. Ist Sloan. Guten Morgen. Colonel Ike Sloan. Ich habe auch eine wahre 80er Mensch, er hat behaart groß. Er steht ja auch auf Männer. Uns erstmal zum Hauptrechner und herausfinden, was hier abgeht. Halleluja, laufen wir heute nicht mehr so rum. Eliminieren Sie alle Omega Force Soldaten und beschützen Sie. Die haben natürlich noch nicht gecheckt, was da oben los ist. Ja, das ist ja auch ein Bunker. Ja, aber der hat ja wahrscheinlich auch Kameras wie oben. Das schaffe ich. Guck. Oh, ja, versuch alle. B. B. Scheiße! Nein, klar. Das ist wirklich Omega Force. Zielen ist auch nicht gerade deine Stärke. Ah, nein! Geh weg! Okay. Und jetzt nimm dir deine Waffe. Wieso geht das nicht? Geht nur in guten, in schlechten Spiel, meine ich. Achso. Der ist so selbst verliebt in seine Waffe, der mag keine andere. Ja. Das ist ein Heterodyn 8000 Hochgeschwindigkeitsassemblierer. Wegen den Dingern gibt's in Detroit keine Jobs mehr. Da hast du recht. Detroit, nicht? Kennst du? Ja, Detroit. Das ist, früher war es mal voll beliebt, die Stadt, aber jetzt ist es hier nur. Das war schon die Stadt. Da irre ich mich gerade nicht, oder? Ja, also ich meine, es war die, wo eigentlich ziemlich viel Kriminalität hatte, meine ich noch gehört zu haben. Jetzt mal ein paar mit reinhauen. Ich habe ja schon alle Munition. Ja, dann gehen wir mal hier entlang, oder? Ja, schleich am besten mit der Shotgun. Ich finde es so geil, wie die wieder einfach nur nach. Ja. So zick. Luck. Da sind noch Kisten, oder sehe ich das richtig? Ja, ne? Ah, ich muss einfach um die Ecke lehnen. Scheiße. Sniper. Was bringt mir hier eine Sniper, als bitte? Irgendwo, da unten ist eine Kiste, markier die mal. Kann man nicht, natürlich. Das ist so witzig, dieses Spiel. Exquisites Feuerwasser. Na, scheiße, wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt auf den drauf springen? Geht das, wenn ja, dann mach ich. Es geht, aber soll ich das machen? Zum Zeigen. Weg war einer. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Nein. Doch, haben sie überhaupt Blut? Ich denke nicht. Blaues Blut, die sind alle royal. Royal. Was sind das Explosionsfester, dieses Orange? Ja, das.
Das ist ein Shooter, da weiß doch jeder, was rot bedeutet. Wenn ein Fass rot ist, muss es ein Explosionsfass sein. Aber rot. Achso, für die Dummen unter uns. Verdammter Dipfelschießer. Also wirklich. Ist doch von so weit oben? Oder so einer. Ein Heavy. Nein, das ist ein Kommando. Oh, scheiße! Ich glaube, der entdeckt jetzt einen Toten, oder? Nein! Oh oh! Oh oh! Der ist alarmiert. Mach mich fertig. Das hört sich an wie... Duck! Wie viele Würfel hat man eigentlich? Man hat bestimmt 1000 Würfel. Unendlich! Das ist ein Spiel! Haha! Ich bin ein Keller. Ein Ize-Kalter? Ein Ize-Kalter. ICE-Kalter, meine ich. Eiskalter. Spider. Spider-Man, hey, der kann doch da durch. Da will ich aber nicht durch. Ich will hier um. Scheiße. Lag. Ah, da unten, der stationär, der geht nicht. Geil. Kacke. Oh, ich bin so ein Tier. Oh, scheiße. Mach den und den Alarm kaputt. Nein! Oh, das wird böse enden. Jetzt leise. Ja, oh scheiße! Heilige Kacke! Sind wir gut? Nein! Nein, das sind sogar zwei! Mist. Die kann ich doppelt takedown, oder? Ja, vielleicht. Versuch's von hinten. Ich versuch's immer von hinten, also bitte, du kennst mich doch. Hey, jetzt aber nicht pervers werden hier, hä? Das ist das Internet. Was erwartest du denn davon? Ich denke immer noch, dass die Leute die Heftchen kaufen. Ja, Porn is worth buying for. Alle Leute, die Porno sehen, nur... Oh, oh scheiße. Schrei halt noch lauter. Sorry, aber trotzdem, ich habe Angst, wenn die mich entdecken. Dann entdecken sie mich, ja. 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 Oh Mann. Komm, Sniper den weg und die anderen beiden kriegst du hin. Nein, ich will die völlig stealthig ausschalten. Das ist jetzt eine Challenge. Challenge accepted. Also mit einem... Nein! Oh! Mit einem, Schalldämpfer wird's wahrscheinlich dann einfacher. Schalldämpfer sind hier eigentlich auch nicht so gut. Also, du musst halt erstmal eine Wache mit einem Schuss umbringen. Ja, Headshot das geht doch mit einem Schuss, oder? Nein! Stirb! Lag. So, wo ist das hier? Es ist ja auch befriedigend, wenn du Nano-Sonden hier drin hast, die dich heilen. Wo ist jetzt eigentlich die Kiste? Hi, Spider. Oben. Nein, die ist doch hier auf meiner Ebene angezeigt. Ja, die war oben auch schon auf deiner Ebene angezeigt. Hä? Wirklich? Ja. Okay. Du hast ja Far Cry 4 gespielt, ich nicht. Ja. Findest du es? Gut. Ja, jetzt allgemein über Far Cry. Ja, also ich habe leider nur den vierten bisher gespielt. Ja, es ist halt ein Shooter. Ein Shooter, ja. Aber es ist jetzt nicht so wie Call of Duty, sondern eigentlich storybasiert eher. Also, ja. Das Far Cry hat ja angefangen mal wieder als eine Tech-Demo von Crytek. Crytek macht ja heutzutage nur, macht ja sowieso nur Tech. Der lange Schlongel. Das ist ein hochorbitaler roter Speer. Ich dachte, die Mistdinger wären alle abgefragt. Soweit ich weiß, benutzen wir sie noch, um die Nutzlaststreuung in der kanadischen Einöde zu testen. Was für eine Nutzlast? Das will ich gar nicht wissen. Was, Spider? Hat er angefangen als Tech-Demo mit Far Cry 1 und da waren ja alle so, wow, Far Cry 1, dieses Spiel ist so geil. Ja. Far Cry 2 war dann halt Steppe? Okay, was? Nachher. Da ist er. Wir haben den Hauptrechner. Sichern Sie die Daten. Zeig mal, was du kannst, Lieutenant. Hey, ich kann auch nichts dafür, dass ich's drauf habe. Alarm.
Unbefugter Zugriff bemerkt. Kimbelbunker. Passwort eingeben. Sie haben 20 Sekunden, um Folge zu leisten. Spider. Scheiße, ich weiß. 5, 4, 3, 2, 1. Sicherheitsgegenmaßnahmen aktiv. Beginne Vorbereitungsdiagnose. Starte Enthauptungsschlagprotokoll. Natürlich. Die Helo entdeckt mehrere Wärmesignaturen, die sich Ihnen nähern. Sie bewegt sich auf Position, Lieutenant. Ich decke dich. Das hoffe ich. Missionsziel, Lieutenant Brown beschützen, während er den Hauptrechner hackt. Ich muss direkt ins System einbrechen. Aber das könnte meine Hauptcortex-CPU frittieren. Hauptsache, du schaffst es. Deine Frau und dein Kind warten auf dich. Rex, wenn das nicht klappt, sag ihnen. Gestorben. Das sagst du ihnen selbst. Hörst du? Okay. Ich stoße jetzt hinein. Das sind noch richtige Männer. Ja, die noch mit der Hand in die Sachen reingehen. Oh, scheiße. Ja, da oben, da oben. Ja, ja, ich seh schon einige. Das hat so einen schlechten Fundschlag, das kannst du ja nachher noch verbessern. Ja, die Explosion hat gerade auch nicht gebracht. Ich denke, das Rammler. Doch, ich glaube bei den einen. Noch eine Minute. Ja, und dann kam Far Cry 2 und bei Far Cry 2 war halt keiner mehr so geflasht. Weg von der Insel, rauf auf Afrika mit Malaria und große Steppe verbrennen war ein gutes Feature. Sah auch wieder toll aus. Aber, ja, aus irgendeinem Grund wurde es nicht so gehypt und dann hat halt Ubisoft Far Cry 3 rausgebracht. Ja, Far Cry 3 war und Far Cry 3 war halt so geil. Ja, ganz genau. Ehrlich. Es gibt nur wenige Shooter, die sind so gut wie Far Cry 3. Und jedes COD sollte in Singleplayer wirklich da Inspiration holen. Frei leveln, alles was du willst. Ja, und halt wirklich nicht viele Spiele. Far Cry 4 war dann halt das erste für die Next-Gen-Konsolen. Next-Gen-Grafik in Anführungszeichen. Ja gut, die... Hier noch welche... Aua! Und es war halt... Vom Gameplay her nichts Neues. Das, ja, das war es ganz sicher nicht. Es war halt Far Cry 3 nur woanders, sag ich mal. Da hast du recht. Aber die Story war an sich ganz gut und ja, es lebt halt durch diese verrückten Diktatoren, die oder ja, eben diese Verrückten, die Macht an sich reißen wollen. Und ja. Also es war nicht schlecht von der Story her und wenn man Far Cry 3 nicht gespielt hat, konnte man auch Far Cry 4 spielen ohne Probleme. Und ja. Ja. Also, da war ja dieses große mit dem Vertikalen auch in die Berge. Ich hab's ja nicht gespielt. Wie hast du das eigentlich so empfunden? Wie meinst du das nach oben? Also ja. Jetzt war. Ich hab's. Ja. Toll. Was? Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Helo 7-3, sofortige Evakuierung! Lieutenant Brown am Boden! Helo 7-3, im Rundflug! Rex! Für große Datenmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Enthauptungsschlag-Countdown hat begonnen. Sag mir, was ich tun soll! Raketen starten autonom! Geh zur Steuertafel! Was? Reiß die Steuerung raus! Auf dem Steuerkasten! Schieß auf den Hirnschirm, Rex! Schieß auf! Scheiße! Hart, finde die Raketensteuertafel für mich! Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Zündsteuerung. Ja, ich meine, wie du es halt empfunden hast, das war ja dieses Vertikale in den Bergen. Also im Grunde genommen, es war, ja, also so viel Berg und Erklimm war jetzt eigentlich nicht wirklich da in der Story. Es gab, Missionen, die du für einen, Art Priester, wie genau der jetzt drauf ist, das sehe ich jetzt nicht.
erledigen musstest, wo du dann ins Himalaya halt gekommen bist. Und das waren halt die einzigsten Bergmissionen, sag ich jetzt mal. Es gab auch ein paar in der Story, aber so wirklich Berge an sich, es waren eher Hügel, die du halt auch ja, erklimmen konntest und... Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Elo 7-3. Annäherung. Nein! Ja, also, man hat jetzt einen Gyrokopter, den konntest du ja nicht überall hin. Und dann die Quatsch. Pad, Neustart, bitte warten. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Dr. Darling. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan, wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschrechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu Ihrer Zeit. Ich weiß, was mit Ihrem Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs. Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung. Mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex, der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hm? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir, ich respektiere Sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt nochmal. Ich weiß, was sie planen. Ihr Mark IV seid schlau. Nur leider viel zu unabhängig. Man kann jeden fügsam machen. Oder zur Not ausschalten. Nein! Sie sind tot. Ich habe euch, Mark, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Sergeant Rex Colt? Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung und ihrer Kommunikation eingeklickt. Sloan hat sie vom Briar Patch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine roten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Ich denke, ja, hier merkt man schon, wir sind in einer Art, alternativer Zukunft. Ja. Ja. Mit komischem Slime. Ja. Der wahrscheinlich etwas mit den namensgebenden Blutdrachen zu tun hat. Wie schon in Far Cry 3 Blood Dragon steht. Und hier unten... ist, glaube ich, nicht so viel, außer der Tod. Das ist ein Foto, aber eine Truhe, ne? Wo? Links, auf der Minimap, da. Da auf der Minimap, das wollte ich gleich sagen. Hier machen wir nämlich einen Break und sehen uns. Was ist eigentlich da unten? Da unten war ich noch nie. So, oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich gehe noch schnell da runter, dann können wir gleich wieder hoch.
Ich glaube, da ist nichts mehr. Also. Okay, da ist nichts mehr. Also gut, in dieser Folge habt ihr noch gesehen, wie wahnsinnig spannend der untere Bereich dieser Höhle ist. Ja, wirklich sehr spannend. Ja, total. Ich weiß. Ich bin ein Meister in der Spannung. So, Meister im Springen, ne? Geh doch weg! Ah, verdammt! Oh. Das, ich sagte doch, ich war noch nie gut im Prince of Persia. Also, den Brief da hinten, den entdeckt der liebe Marcy in der nächsten Folge. Genau. Wir wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend oder vielleicht wunderschönen Toilettenaufenthalt, egal wo ihr gerade seid. Wir sind hier und warten auf euch. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.